Wir aktivieren jetzt nicht. Hallo, schönen guten Abend. Einmal ein herzliches Willkommen aus Nürnberg. Ich hoffe, dass die Leitungen jetzt stehen bleiben. Wir haben heute ein kleines Problem mit den Leitungen. Ich sehe auch, es haben sich wahnsinnig viele angemeldet und im Moment sind wir nicht ganz so viele. Aber wir müssen mal probieren, dass wir das jetzt heute überhaupt hinbekommen. Wir haben heute nämlich von dem Anbieter, der die Webinare zur Verfügung stellt, eine Information bekommen, dass es leider heute Schwierigkeiten gibt. Also wenn ich weg sein sollte, dann alles bitte kein Problem. Wir werden das Webinar auf jeden Fall nochmal wiederholen. Weil jetzt warten wir erstmal auf den Wichtigsten, weil ohne ihn kann ich kein Webinar führen, also ich könnte schon eins führen, aber ohne den Dr. Pack geht es etwas schwierig. Jetzt gucken wir einfach mal, ob er sich einloggen kann. Es ist heute leider etwas schwierig, aber ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. So, jetzt schauen wir einfach mal. Ich merke gerade, also mein Mann, der hilft mir hier ein bisschen mit der Technik, der telefoniert gerade mit Dr. Pack. Die probieren, dass die das jetzt hinbekommen. Ja, eine Frage. Wer hört mich denn? Einfach vielleicht mal kurz eine Info an mich schreiben, ob ihr mich hören könnt und ob ihr überhaupt ein Bild seht. Das wäre jetzt schon mal ein Anfang. Gut, einer hat schon mal geschrieben. Hört und sieht gut, das finde ich sehr nett. Seid ihr alle da? Okay, mit mir mag wohl keiner schreiben heute. Sehr schade. Jawohl! Hallo! Juhu! Wir haben es geschafft. Achtung, jetzt, ich habe gerade schon mal die Frage gehabt, ob uns jeder oder mich jeder hört. Es wird geschrieben, Daumen hoch und es läuft wunderbar. Also dann fangen wir jetzt mal mit unserem außergewöhnlichen Webinar an. Ich hoffe, dabei bleiben. Ich möchte euch als allererstes mal einen ganz, ganz netten Doktor vorstellen, der wirklich, sage ich mal, ein absoluter Spezialist ist. Und ich bin auch ganz glücklich drüber. Wir können heute das Webinar ja auch in Deutsch halten. Er ist natürlich Deutscher, spricht perfekt unsere Sprache. Ich möchte ihn vorstellen. Dr. Oliver Pack aus Alicante von der Klinik IVF Spain. Hallo Oliver. Hallo, hallo an alle. Schön. Können Sie mich gut hören? Haben wir einen guten Empfang? Jetzt hoffe ich, dass andere uns mal schreiben. Vielleicht kann uns noch mal jemand kurz eine Info geben. Also Übertragung, Sound ist gut, Bild ist okay. Ja, es hört sich das super an, gell? Ja, jetzt schreiben schön. Sie. Ja, da muss so ein hübscher Doktor kommen und dann schreiben sie alle. Hier bei der Schmied müssen sie nicht schreiben. Na, danke schön. Alles gut. Nein, okay. Es läuft alles super toll. Freut mich jetzt. Bitte, wenn die Verbindung heute weggehen sollte, es gibt von dem Anbieter hier, der das Webinar uns zur Verfügung stellt, gibt es Schwierigkeiten. Also bitte, kein Problem, wenn, Oliver, ich denke, wir holen das Webinar dann nochmal nach, gell? Können wir gerne machen, klar. Genau. Gut, also, ich denke, der Oliver, ich darf Oliver sagen, wir kennen uns auch ein paar Tage. Ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach mal vor und wir haben ein super Thema heute, genetischer Hintergrund, auf was sollte man achten? Dann gebe ich mal das Wort an dich, wenn jemand Fragen hat, einfach schreiben und wenn wir zu Ende gesprochen haben, werden wir auch die Fragen gleich beantworten. Dann viel Spaß und schreibt fleißig. Dankeschön. Bitte. Ja, gut. Also, Deutscher, ich bin geboren in Deutschland, lebe jetzt aber schon ziemlich lange in Spanien, also länger, als ich in Deutschland hier gelebt habe. Ich bin nach dem Abitur ausgewandert. Ich komme aus Langenberg. Das ist südliches Ruhrgebiet zwischen Essen und Wuppertal. Und lebe jetzt schon seit vielen Jahren in Alicante, habe hier Familie und habe mich jetzt ja seit gut 3 Jahren auf unser neues Fach spezialisiert, über das wir auch heute reden werden. Ne, insbesondere also natürlich Fortpflanzungsmedizin und natürlich speziell jetzt auch die Eizellspende. Wir sind
In unserer Klinik sind wir ziemlich spezialisiert auf Eizellspende. Die Klinik wurde praktisch mit der Eizellspende geboren. Das lag daran, dass der Gründer hier in Spanien, wo die Eizellspende ja legal ist, für Patienten jetzt aus Deutschland, aus Nordeuropa, halt die Möglichkeit bieten wollte, auch die Eizellspende wahrzunehmen. Und das war eigentlich so der Startschuss für unsere Klinik. Mittlerweile gibt es unsere Klinik seit 13 Jahren und ich würde sagen 70% unserer Aktivität, die wir machen, also 70% unserer Zyklen, ist Eizellspende. Mhm. Gut. Den Chef der Klinik, muss ich noch dazu sagen, den haben ja viele kennengelernt. Das ist ja der genau. Dr. Eispura. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau. Da wurde ja schon gesagt, wir sind schon ganz gespannt auf die nächsten Webinare und wir haben ja auch dich da gleich angekündigt und daraufhin haben sich jetzt auch sehr viele schön angemeldet. Aber ich sehe, es kommen wenig rein, weil ich glaube, wir haben wirklich heute ein kleines Internetproblem. Aber okay, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ja, gut. Genau. Okay. Du machst die Präsentation? Genau, wir fangen mit der Präsentation an. Ja, genetischer Hintergrund, auf was sollte man achten? Mhm. Wie das mit der Mutterschaft heutzutage, warum dies die Mutterschaft so stark verspätet, das ist, da werde ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Es ist klar, dass das heutige Leben das automatisch mit sich bringt. Wir haben ganz viele Leute, die einfach für die Karriere im Vordergrund stand, für viele Jahre, die deswegen die Mutterschaft verschoben haben. Wir haben auch enorm viele Paare oder besser gesagt, wo einer, der geschieden ist oder teilweise hatten sie schon Kinder, haben eine neue Partnerin oder Partner und wollen dann den erneuten Kinderwunsch erfüllen. Und hier das Problem natürlich, das Alter ist dann ja schon fortgeschritten, was hauptsächlich bei der Frau dann zu Problemen, zu Unfruchtbarkeitsproblemen führt. Beim Mann weniger. Ne? Der Mann kann theoretisch bis 80, also auch über 80 noch Kinder bekommen. Ehrlich? Wenn das bei der Frau, ja. Naja, Picasso ist, glaube ich, so ein Beispiel. Ja, ach ja, stimmt. Ja, eben, richtig. Ja, ja. Und die Fruchtbarkeitskurve geht beim Mann ab 45 geht das los, da geht es langsam runter, aber das ist eine gerade Linie. Ne? Und die ist, wie gesagt, auch im hohen Alter immer noch nicht auf Null. Während es bei der Frau, aber gut, wie es bei der Frau aussieht, dazu komme ich gleich noch. Ja, Geburtenziffern. Die Geburtenziffern gehen unter anderem auch aus diesem Grund, weil sich die Gesellschaft so stark verändert hat, gehen die Geburtenzahlen runter. Das wird teilweise in Ländern, die viel Immigration haben, noch ausgeglichen, wie zum Beispiel Frankreich. Die haben sehr viel Immigration aus Afrika. Und ja, in Deutschland liegen wir so im Mittel, während in Spanien, da sind wir ganz schlecht dran. Ich weiß, genau sagen kann ich das nicht, woran das liegt. Italiener und Spanier waren ja eigentlich traditionell gesehen sehr kinderreiche Familien, aber das sind Sachen, die der Wohlstand mit sich bringt, dass die Kinderzahlen sinken. Auf jeden Fall ist es in der EU, wir sehen, es geht bergab. Also wenn jedes Paar nur 1,59 Kinder bekommt, was wir hier unten sehen, das ist der Durchschnitt der EU, dann ist klar, dass die Bevölkerung der EU langsam aber sicher runtergeht. Das ist so die generelle Tendenz. So, jetzt steigen wir direkt ins Thema Eizellspende ein. Und zwar, was diese Grafik, die habe ich vom National Center of Chronic Disease and Prevention, das ist die eine riesengroße Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten. Das ist eine relativ aktuelle Statistik. Das sind Daten von 2016. Und an dieser Grafik können wir ganz klar sehen, was jetzt genau, was Schwangerschaftsraten betrifft, wie stark da der Unterschied ist und wie stark das Alter darauf einen Einfluss nimmt. Wir haben hier zwei Kurven. Das eine ist die grüne Kurve. Wir sehen, die fällt langsam ab. Das ist die Kurve für Transfers, die Schwangerschaftsraten bei Transfers von frischen Embryos bei eigenen Eizellen. Ja, und das ist diese Kurve hier, die so abfällt, das ist ganz klar, das spiegelt die Problematik
die das Alter bei Frauen mit sich bringt, ganz klar wieder. Wir sehen, unter 30 haben wir Schwangerschaftsraten von um die 50%, wenn wir eigene Eizellen transferieren. Also wir reden von Prozent Schwangerschaftsrate pro Transfer, ja, also 50% unter 30. Und das hält sich so ein bisschen. Man kann sagen, dass so die magische Zahl ist 35. Und ab 35 fällt es dann schneller ab. Man sieht, diese Kurve fällt schneller. Und dann ist es in wenigen Jahren, sind die Schwangerschaftsraten also extrem niedrig. Das ist bei 40, da wird es schon echt schwierig. Selbst mit Reproduktionsmedizin, wenn wir alle Technologie, die wir haben, anwenden, wird es manchmal schwierig, wirklich schwierig, überhaupt noch einen Kinderwunsch zu erfüllen. Mhm. Das geht so ab 40 los, dass wir es nicht schaffen. Und ab 42, würde ich sagen, schaffen wir es vielleicht noch in der Hälfte der Fälle, aber nicht mit einem Transfer. Wir reden von einem oder mehreren Transfers. Okay. Und ab 33, 44, also für uns ist so ein Alter, so eine magische Grenze ist für uns 45, wo wir einfach sagen, ab 45, da ist mit eigenen Eizellen praktisch nichts mehr zu machen. Ja, und das ist, leider wissen das auch viele Paare nicht. Ja, das ist eine Sache, viele Frauen glauben, dass sie mit 45, klar, die fühlen sich fit, die sind jung, die sind frisch, dynamisch. Das können sich viele Frauen gar nicht vorstellen, dass es mit den eigenen Eizellen nicht mehr klappen kann. Viele machen dann noch den Versuch oder nicht nur einen Versuch, sondern teilweise sehr, sehr viele Versuche. Aber für uns, die Sache ist ja auch in Deutschland, kann man ja der Technik mit eigenen Eizellen keine Alternative bieten. Deswegen ist klar, dass das viele dann halt teilweise auf Teufel komm raus noch versuchen, ne, im höheren Alter. Also höheres Alter ist zwischen 40 und 45. Ne? Insbesondere dann wenn es auf die 45 zugeht. Das ist dann, was ich höheres Alter nenne. Ja, und dann haben wir halt die blaue Kurve. Ne? Und Sie sehen, dass das geht auf und ab. Das ist wie bei jeder Statistik, aber es hält sich mehr oder weniger konstant. Ne? Also da ist kein Abfall zu sehen. Selbst die Grafik hört hier bei 46 auf, aber wir könnten diese Grafik bis 50 oder darüber hinaus weiterführen. Mhm. Das würde sich konstant halten. Ja, und wollen wir mal schauen, ob da jemand mal eine Frage dazu hat? Ja. Hat denn da jemand eine Frage? Ich mache jederzeit Pausen. Ich schaue auch immer, ob jemand was schreibt. Die wollen heute nicht so richtig mit uns. Mal abwarten. Da kommen bestimmt noch Fragen. Ja, denke ich doch. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall ist das auch eine der häufigsten Fragen jetzt bei mir in der Sprechstunde. Ja, wie sieht das jetzt aus mit Eizellspende? Wenn ich jetzt 45 bin zum Beispiel, habe ich da verringerte Chancen? Ist da irgendwas, was sich negativ auf die Schwangerschaftsraten auswirken würde? Und die Antwort ist ganz klar nein. Sie sehen das hier an dieser Kurve, die hält sich also konstant hoch auf zwischen 50 und 60%. Ja, also ich sage immer, die Schwangerschaftsraten liegen so um die 60% in unserer Klinik. Und die Lebendgeburtraten, dadurch, dass es auch zu einer Fehlgeburt kommen kann, liegen dann so um zwischen 45 und 50%. Ja, und wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeiten, die ändern sich mit dem Alter nicht. Praktisch gar nicht. Das Einzige, was dazwischen kommen kann, ist jetzt auch nicht altersbedingt, dass eine Frau in der Gebärmutter irgendwelche Probleme bekommt, zum Beispiel Polypen oder Myome. Das sind aber alles Sachen, die man auch beheben kann. Aber jetzt muss ich mal was fragen. Ja. Habe ich jetzt mal eine Frage, wenn zum Beispiel eine Frau in der Gebärmutter einen Polypen hat? Ja. Den kann man ja entfernen. Genau. Ja. Und dann ist ja wieder eigentlich alles gut. Genau, genau. Also das heißt, dann könnte man ja weitermachen oder könnte man anfangen. Genau, genau. Gut. Wenn das diese Polypen, das stellt kein Problem dar. Was ein Problem darstellen könnte, sind größere Myome, die eventuell die Gebärmutter dann auch anatomisch verändern. Mhm. Wo dann auch eine Vernarbung existiert, wo dann auch ein Risiko existiert überhaupt einer Schwangerschaft. Okay. Das ist dann wieder ein anderes Thema, dass sich der Uterus eine Ruptur zustande kommt. Okay. Aber ich meine jetzt mehr, was so im Leben kommen kann, das sind zum Beispiel Fehlgeburten und Ausschabungen. Mhm. Ja, und das kann
die Gebärmutterschleimhaut schädigen, auch definitiv schädigen. Mhm. Das, solche Sachen. Und das sind Sachen, die natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau eine Ausschabung mit 20 hat, ist natürlich wesentlich geringer, als dass es eine Frau mit 40 hatte. Solche Sachen, die sind aber jetzt nicht direkt altersbedingt, sondern indirekt. Mhm. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wenn eine Frau von ihrem Frauenarzt gesagt bekommt, ihre Gebärmutter ist astrein, was mit 40 durchaus normal ist, dann steht der Eizellspende überhaupt nichts im Weg. Gar nichts. Dann hat diese Frau, diese, ich sag mal, 40-jährige Frau, dieselben Chancen, ein Kind zu bekommen, ein gesundes Kind zu bekommen, wie eine Frau mit 20. Ja. Ich warte mal, ob irgendeine Frage reinkommt. Ach, wenn nicht, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Wenn nicht, oder dann gucken wir eben. Ui. Okay. Jetzt ist der, was ich jetzt wirklich, was mir wichtig ist, dass das alle verstehen, ist, warum das so ist. Ja, und da haben wir zwei Faktoren. Das eine ist die Quantität, also die Anzahl der Eizellen, über die Frau verfügt, also die sogenannte Eizellreserve. Und das andere ist die Qualität. Und beides ist altersbedingt. Wir fangen erstmal an mit der Quantität. Quantität ist, das ist ziemlich einfach. Die Eizellen gehen teilweise ein. Also jede Frau verliert über die Zeit Eizellen durch teilweise, ja, einfach, das ist ein normaler Prozess, dass viele Eizellen einfach so absterben. Teilweise auch durch Umwelteinflüsse, Toxine, Medikamente, Strahlung. Was halt so an Umwelt, das wissen wir auch nicht ganz genau. Wir wissen bei bestimmten Sachen, dass es ganz klar die Eizellreserve reduziert, stark reduziert, wie zum Beispiel eine Chemotherapie. Das ist leider Gottes, ist die Chemotherapie, die nur die Krebszellen attackiert, noch nicht erfunden worden. Ja, es attackiert also auch die Eizellen und deswegen müssen Frauen, die eine Chemotherapie haben, wenn ihr Kinderwunsch erhalten bleiben soll, dann natürlich auch Eizellen entnehmen, bevor diese Chemotherapie startet und die einfrieren. Okay, aber diese Eizellreserve geht halt altersbedingt runter. Und das fängt so, wie gesagt, das magische Alter, immer 35, ab 35 fängt das an. Da geht es dem Ende zu. Und ab 37 geht es dann ganz rapide runter. Und bei 45 hat die Frau dann zwar noch Eizellen übrig. Das heißt, es können sich noch Follikel bilden. Es bildet sich noch jeden Monat ein Follikel. Die Frau hat weiterhin ihre Regel. Aber das ist jetzt die Frage, in diesem Follikel, was da heranwächst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eizelle, die dann da heranreift und die dann auch per Eisprung in die Eileiter katapultiert wird, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Eizelle genetisch gesehen normal ist? Mhm. Und da kommen wir jetzt zum Thema Qualität. Ja, also wir wissen, Quantität geht runter und ganz nebenbei gesagt, die Natur ist weise, die Natur benutzt die besten Eizellen zuerst. Und ich vergleiche das immer so mit einer Obstkiste im Supermarkt. Ja, wenn die Obstkiste voll ist, dann ist es ziemlich einfach, gute Früchte zu finden. Aber wenn man zu spät kommt, dann ist die Qualität nicht mehr dieselbe. Und das genau dasselbe passiert auch im Eierstock. Ja, das heißt, Reduzierung der Reserve, damit geht automatisch auch eine Reduktion der Qualität einher. Ja, das ist ein plausibler Grund. So, nächstes Dia. Wenn wir von Qualität reden, was meinen wir eigentlich mit niedriger Qualität? Und zwar geht es hier um Chromosomen, nicht um Gene wohlgemerkt. Es geht um Chromosomen. Und zwar geht es um die Anzahl der Chromosomen, die diese Eizelle in sich trägt. Da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Und zwar muss ich erklären, wie sich Eizellen teilen. Dieser Prozess nennt sich Meiose. Alle im Biounterricht gelernt, kann sich kaum einer daran erinnern, bin ich mir ziemlich sicher. Die Meiose, das sind, die Eizelle teilt sich zweimal. Beim ersten Mal bleibt der Chromosomensatz erhalten. Also die Eizelle, die ursprüngliche Eizelle hat 46 Chromosomen. Und bei der ersten Teilung, die beiden Tochterzellen, Sie sehen das hier, haben auch wieder 46 Chromosomen. Und diese zweite Teilung, die dann stattfindet, da wird der Chromosomensatz halbiert.
Ja, und Sie sehen hier unten das Blaue, da können Sie sehen, dass sich die Chromosomen teilen. Die werden praktisch auseinandergezogen. Und zwar nennt sich das, Disjunktion, ne, ist lateinisch. Also die werden auseinandergezogen und trennen sich und jede Tochterzelle bekommt eins von diesem Chromosom, also praktisch ein halbes Chromosom. Mhm. So, und bei dieser Teilung, da können Fehler auftreten. Und hier oben ist praktisch das, was passiert, wenn wir Eizellen enthalten, wo sich ein Chromosom nicht korrekt geteilt hat. Also es ist nicht auseinandergegangen, das heißt, eine Tochterzelle hat beide Chromosomen bekommen und die andere Tochterzelle hat keins bekommen. Hier auf dieser Grafik ist jetzt nur eines von den 23 Chromosomenpaaren dargestellt. Ja, das heißt, wir reden hier zum Beispiel dieser Fall hier, Disomie. Disomie heißt, dass die Tochterzelle zwei Chromosomen, und das kann Chromosom Nummer 1, Chromosom Nummer 2, jedes beliebige von den 23 Chromosomenpaaren betreffen. Also wenn jetzt diese Eizelle, die ein Chromosom zu viel hat, wenn daraus ein Kind wird, dann wird dieses Kind 47 Chromosomen haben und nicht 46, wie es normal wird. Okay. Und umgekehrt, die Eizelle, bei denen von diesem Chromosomenpaar gar keins vorhanden ist, die wird nur 45 Chromosomen haben. Da wird das Chromosom von Mann da sein, aber das Chromosom von der Frau fehlt. Da fehlt dann ein Chromosom. Mhm. Das ist alles gar nicht so einfach. Entschuldigung, dass ich dich jetzt das unterbreche, aber das hört sich ja alles richtig kompliziert an, ne? Ja, das ist auch sehr kompliziert. Ja, aber das ist, um das jetzt nochmal einfach zusammenzufassen, das liegt daran, dass sich zwar die Zelle teilt, ne, Sie sehen, es gibt, kommen zwei Tochterzellen, aber dass eins von den 23 Chromosomen sich nicht teilt, dadurch bekommt eine Tochterzelle ein Chromosom zu viel und der anderen fehlt dieses Chromosom. Okay. Und daraus entstehen dann Embryos, wo ein Chromosom fehlt oder eins zu viel ist. Okay. Und darauf reduziert sich das Ganze. Wenn wir von Qualität reden, meinen wir das, genau das. Die Frage ist, hat der Embryo 46 Chromosomen, ja oder nein? Mhm. Das ist die Frage. Hier ist nicht die Frage, werde ich ein gesundes Kind bekommen? Oder sind die Gene in Ordnung? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, hat dieser Embryo 46 Chromosomen, ja oder nein? Und jetzt gibt es ein Beispiel, wo wir diese, hier sehen Sie ein Bild von den Chromosomen, ne, das nennt sich Karyotyp. Und hier haben wir mal ein Beispiel einer Aneuploidie. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Begriff, aber das ist das Einfachste, um zu sagen, dass ein Embryo keine 46 Chromosomen hat. Während die Embryonen, die 46 Chromosomen haben, die gesunden Embryonen, die nennen wir euploid und die ungesunden aneuploid. Und diese Aneuploidie, die Sie hier sehen, das ist ein Down-Syndrom. Und das ist die einzige Ausnahme, die wir kennen, wo ein Kind geboren wird. Ja, also wir haben ein Embryo mit 47 Chromosomen. Ich habe vorher gesagt, alles oder nichts ist nicht ganz wahr, einzige Ausnahme. Wenn das Chromosomenpaar 21 betroffen ist, Sie sehen, wir haben hier drei Chromosomen, 21, dann wird ein Kind geboren. Ja, es wird aber nicht gesund sein. Es wird ein Down-Syndrom haben. Es gibt noch zwei weitere Ausnahmen, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja, aber Sie sehen. Ich habe gerade eine Frage dazu. Kleinen Moment. Ja. Das schreibt jemand? Genau. Ich habe es gerade gesagt. Es gibt noch zwei weitere Ausnahmen, Trisomie 18 und Trisomie 13. Das sind Aneuploidien. Da wird auch ein Kind geboren. Das stirbt aber sehr früh. Das stirbt nach ein oder zwei Jahren. Ja, also die, ich sage mal, die einzige Ausnahme, wo man wirklich ein Kind bekommt, das dann auch länger lebt, ist das Down-Syndrom, also Trisomie 21. Okay, da kommt noch eine Frage. Ich glaube, jetzt haben wir einen Punkt getroffen. So, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Übrigens, es haben sich noch welche jetzt zugeschaltet. Ja. Auch nochmal herzlich willkommen und bitte, wenn jemand Fragen habt, dann schreibt doch einfach, weil dann ist das Ganze auch ein bisschen lockerer, weil wenn wir euch immer nur alles vorerzählen und ihr seid nur stumm dabei, ist es ein bisschen schade. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch mit dabei seid und auch mitschreibt. Okay, also die nächste Frage war? Okay, eine Frage haben wir hier.
Bei Trisoma 18 kann das Problem durch PID gelöst werden? Die Antwort ist ja. Zur PID komme ich gleich noch. Ich möchte erstmal, mir ist wirklich erstmal wichtig, dass Sie verstehen, was eine Aneuploidie ist. Ja, also nochmal zur Wiederholung, auch für die, die jetzt gerade noch dazugekommen sind. Aneuploidie heißt, wir haben ein Chromosom zu viel oder ein Chromosom zu wenig. Und das sind Fehler, die bei der Teilung der Eizellen auftreten. Mhm. Und diese Problematik ist altersbedingt. Ja, und das, diese Problematik, das fängt mit 35 an und wird dann, wenn es auf die 45 zugeht, ist das extrem. Ja, und genau das ist, was Sie hier in dieser Kurve sehen. Und zwar ist das diese Kurve ist sehr bekannt. Und zwar ist das die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit einem Down-Syndrom geboren wird. Ja, also wie oft passiert sowas? Und Sie sehen, es ist bis 35 geht das noch. Also 0,25%. Ja, das sind eins von, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, eins von 2000 Geburten oder so. Ja, also 1% ist eins von 100 Geburten. Ja. Das wären dann eins von 50 Geburten, Entschuldigung. 1% sind eins von 100. Dann wären 0,5% wären eins von 200. Und hier mit 35 sind das dann, glaube ich, eine von 700 Geburten. Aber die Wahrscheinlichkeit geht dann rapide hoch. Und das steigt exponentiell an. Ja, weil die Anzahl der Eizellen, die sich fehlerhaft geteilt haben, ab 35 geht das los, wie gesagt. Aber dann, Sie sehen, was hier mit 45 passiert. Ja, dann haben wir zum Schluss sind eine von 30 Geburten. Bei 3% haben wir schon eine von 30 Geburten sind fehlerhaft, sind Down-Syndrom. Und diese Trisomie 21, das können Sie auf alle anderen Chromosomen auch anwenden. Also mit anderen Worten, es gibt eine Trisomie 1 und es gibt eine Monosomie 1, wo ein Chromosom 1, das ist ein riesengroßes Chromosom, zu viel oder zu wenig da ist. Aber diese Embryonen, die bekommen wir nicht zu Gesicht. Die sterben. Und die sterben früher oder später. Je größer das Chromosom, desto stärker die Fehler, die im Embryo auftauchen. Und desto früher tauchen sie auf und desto früher stirbt der Embryo. Ja, das kann man so im Allgemeinen sagen. Sie sehen. Wir haben gerade eben eine Frage. Monosomie X, ganz genau. Monosomie X, also darauf bin ich jetzt noch nicht eingegangen. Aneuploidien können auch das Geschlechtschromosom betreffen, also das X-Chromosom. Ja, das ist genau derselbe Fall. Eine Frau kann nur ein X-Chromosom haben oder das ist dann Turner-Syndrom. Das sind Frauen, die haben Fruchtbarkeitsprobleme, die können aber durchaus, die haben eine normale Lebenserwartung. Vielleicht leicht reduziert, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und es gibt auch das Triple X, das ist mehr oder weniger dasselbe. Das sind gesunde, mehr oder weniger gesunde Frauen. Die können Probleme haben oder nicht. Okay. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ja. Aber super. Moment, ich lese mir die Frage noch zum Ende durch. Turner-Syndrom. Oder entwickelt sich das zum späteren Zeitpunkt? Okay, ein Embryo mit Turner-Syndrom hat auch eine wesentlich geringere Schwangerschaftsrate und auch Implantationsrate. Also viele von den Turner-Syndrom-Embryonen werden auch keine Kinder. Das führt dann oft zu einer Fehlgeburt. Okay. Ja, wie gesagt, Chromosomengröße spielt eine Rolle. Das ist der Grund, warum die Trisomie 21, das ist ein sehr kleines Chromosom, mhm, anscheinend nicht ganz so wichtig, dass das noch einen lebenden Menschen geben kann. Gut, ich hoffe, Sie haben das verstanden mit den Aneuploidien, weil ich werde da jetzt noch mehrmals drauf zurückgreifen auf das Thema. So, und diese Grafik, die spiegelt im Grunde die vorherige Grafik wieder, nur umgekehrt. Weil hier ist jetzt die Frage, wenn wir einen Zyklus machen mit einer Frau mit eigenen Eizellen, dann bekommen wir ja mehr oder weniger viele Eizellen, die werden befruchtet und wir hoffen ja immer, dass wir Tag 5 Embryos kommen. Unser Ziel ist es, Blastozysten zu bekommen. Mhm. Das schaffen wir auch ziemlich häufig, ja, also in den meisten Fällen. Das ist jetzt eine Riesenstudie von 2016. Das ist auch eine Grafik, die zeige ich allen meinen Patienten. Das ist eine Riesenstudie, die haben mehr als 15.000 Embryos analysiert und
die wollten halt jetzt mal ganz genau wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Embryo euploid ist, also Percentage Euploid heißt, dass ein Embryo gesund ist, der Prozentsatz der gesunden Embryonen bei Zyklen mit eigenen Eizellen, aber dann nach Alter geordnet. Ja, und Sie sehen an dieser Grafik, die spiegelt genau das wider, was wir von den Aneuploidien wissen. Ja, sie sind vorhanden, die Aneuploidien, die gibt es, auch bei unter 30-Jährigen. Und das ist auch gar nicht so selten. Also die Embryonen, die wir bekommen am Tag 5, und Sie müssen bedenken, da sind ja schon viele gestorben, weil das ist ja eine Selektion. Wir bekommen ja bei einem Zyklus, den wir machen, bekommen wir ja mehrere Embryonen, weil wir mehrere Eizellen bekommen und die auch befruchten. Und da sind ganz viele von diesen Eizellen sind auch bei einer jungen Frau nicht gesund. Und wir können sagen, dass wir am Tag 5, wenn wir jetzt 3 Embryonen bekommen, 3 Tag 5 Embryonen, nach 5 Tagen Entwicklung, sind bei einer jungen Frau nur 2 gesund. 2/3. Ja, also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Tag 5 Embryo, den wir von einer jungen Frau bekommen, gesund ist, liegt bei ca. 60%. Da sind hier sonst ein paar verrückte Jahre, da geht's hoch und runter. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist, glaube ich, der Lebensstil. Aber dann geht es wieder ganz konstant bis zum 35. Lebensjahr und ab dann geht es runter. Mhm. Und wir sehen, bei einer 40-Jährigen, das ist diese Linie hier, die Linie besagt, dass es durchaus 40-Jährige gibt, die hier oben noch sein können. Also es gibt ein paar 40-Jährige, die uns überraschen, bei denen noch 2 von 3 Embryonen gesund sind. Aber es gibt auch 40-Jährige, die schon hier unten sind, wo nur noch 1 von 10 gesund ist. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn die Anzahl der Embryonen, der Tag 5 Embryonen, wohlgemerkt, am Tag 5 haben wir nur die Hälfte der Embryonen im Schnitt, nur die Hälfte der Embryonen, die wir am Tag 1 haben, also direkt nach der Befruchtung. Wir verlieren die Hälfte. Und wenn die, die übrig sind, wenn davon dann nur noch, sagen wir mal, jetzt bei einer 40-Jährigen liegt es so bei 40%. Da sind es nicht mehr 2 von 3, sondern nur noch 1 von 3. Ja, davon, bei einer 40-Jährigen sind dann nur noch 1 von 3 gesund. Und bei einer 45-Jährigen, da sieht es dann ganz schlecht aus. Da ist sowieso die Frage, ob wir da noch Embryonen bekommen. Weil die Eizellreserve auch schon stark reduziert ist, da ist die Frage, bekommen wir überhaupt noch genügend Eizellen und schafft es überhaupt eine von den befruchteten Eizellen, also eine von den Tag 1 Embryonen bis zum Tag 5? Das ist die Riesenfrage. Aber wenn wir welche bekommen, was immer grundsätzlich sehr wenige sein werden, dann ist dann das zusätzliche Problem der Qualität. Wir haben nur 1 von 10, die gesund sind. Ja, und spätestens da, spätestens in diesem Moment der Sprechstunde, sehen die meisten, die allermeisten meiner Patientinnen ein, dass sie eine Eizellspende benötigen. Ja, also wir können es auch umgekehrt sagen. Ich brauche 10 Tag 5 Embryonen, um einen einzigen gesunden zu finden. Und dann ist sie immer noch nicht schwanger. Den müssen wir noch transferieren. Und der muss sich noch einnisten. Und lassen Sie keine anderen Probleme von der Gebärmutter dazukommen. Ja, also wir brauchen 10 Blastozysten, 10 Tag 5 Embryos. Wie bekomme ich 10 Blastozysten? Indem ich 20 Tag 1 Embryos bekomme. Wie bekomme ich 20 Tag 1 Embryos? Befruchtungsrate liegt so um die 80%. Ja, da bräuchte ich so um die 20, dann bräuchte ich 25 Eizellen. Was brauche ich, um 25 Eizellen zu bekommen? Da bräuchte ich einen Zyklus mit 30 Follikeln. Welche 45er kann mir denn 30 Follikel geben? Wenn ich da 4, 5 Follikel sehe, da bin ich glücklich. Weil dann weiß ich, vielleicht bekomme ich einen Tag 5 Embryo, vielleicht bekomme ich einen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der dann gesund ist, liegt bei nur 10%. Also das ist im Grunde genommen die Essenz von dem, was ich ihr heute übermitteln will. Ja, dass mit dem Alter die Anzahl der Eizellen, also der Follikel, dann auch stark abfällt, dass wir immer weniger Eizellen bekommen und dass die Eizellen, die wir bekommen, dass die Qualität extrem reduziert ist, je mehr wir auf die 45 zugehen. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt unter unseren Zuhörern Patientinnen haben. Die meisten, ich denke mal, dass die meisten, die sich hier jetzt eingeloggt haben, so zwischen 40 und 45 sind.
Das ist eigentlich so das typische Alter. An die ist das jetzt gerichtet, was ich Ihnen jetzt mitteilen will. Vielleicht schreibt uns mal jemand so, wie alt er ist. Einfach, dass wir mal so ein bisschen wissen, in welchem in welcher Altersgruppe wir uns hier gerade bewegen. Das wäre mal interessant für uns. Karl Bogals. Also wir kriegen schon mal von jemandem, da haben wir jemanden 37, jawohl. Vielleicht schreibt noch jemand anders kurz. So, der nächste ist 40. Okay. Also wir reden schon über so ein Hinkommen zum 45, ne? Also bei 32-Jährigen, das sind auch, haben wir häufig. Ja, Dankeschön übrigens. Ja, das sind dann Frauen, die eine frühzeitige Menopause haben, die allermeisten. Das ist auch oft familiär bedingt. Dann hatte die Mutter oder die Oma dann auch schon ganz früh eine Menopause. Menopause bedeutet, dass keine Eizellen mehr da sind. Ja, das ist dann eine frühzeitig erschöpfte Eizellreserve. Das sind auch dann klare Kandidatinnen für Eizellspende. Da gilt dann genau dasselbe wie für die über 40-Jährigen, was ich gerade erwähnt habe. Da ist dann das Problem, dass halt die Eizellen, die übrig sind, dass die Qualität dann reduziert ist, weil der Körper die tollen Eizellen frühzeitig verbraucht hat. Okay, dann, ja, Euploidieraten, stark abhängig vom Alter. Das ist im Grunde genommen dieselbe Grafik, die ich vorher auch schon gezeigt habe. Eigenen Eizellen, ne, das fällt dann auch ab 45, diese Grafik geht sogar noch weiter bis 47, das fällt dann auch unter 10%, die Erfolgsraten, die Euploidieraten, wohlgemerkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tag 5 Embryo gesund ist, ne? Das ist das, was diese Grafik ausdrückt. Und bei der Eizellspende ist ganz klar, die Spenderinnen, die dürfen per Gesetz in Spanien nicht älter als 35 sein. Und bei uns in der Klinik sind sie sogar unter 30. Also das ist Protokoll bei uns. Okay, ja, was bei der Unfruchtbarkeit von Männern, da spielt Genetik natürlich auch eine Rolle. Was bei Männern sehr, sehr selten ist, sind diese Spermien, dass die keine 23 Chromosomen tragen. Ja, also das ist bei der bei der Teilung der Spermien, ist es ja so, dass die Spermien ja sofort verbraucht werden. Die sind ja jung. Die haben ja noch keine 40 oder 45 Jahre auf dem Buckel, wenn die losflitzen, sage ich mal. Ja, dann... Das heißt, durch dieses junge Alter der Spermien, dadurch ist das auch bedingt, dass die allermeisten Spermien keine, also 23 Chromosomen tragen. Ja. Und das ist auch der Grund, dass wenn jetzt ein Kind mit Down-Syndrom geboren wird, dass der männliche Faktor da praktisch keine Rolle spielt. Das ist immer ein Problem des Alters der Frau. Das kann man jetzt ganz allgemein so sagen. Gut, ich muss noch mal kurz was sagen. Ja. Wenn wir Fragen bekommen, ganz klar, wir schauen also nur die Fragen an. Mhm. Ne? Wir gucken uns nicht die Namen noch mit an, wir gucken wirklich die Fragen. Und es wäre schön, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen bekommen würden. Ne? Stimmt, ich habe jetzt gerade das Thema Euploidieraten bei Frauen mehr oder weniger abgeschlossen. Das ist eigentlich das Hauptthema jetzt unseres Webinars. Ich mache jetzt noch mal eine kleine Pause, um zu sehen, was an Fragen reinkommt. Sehr schön. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal, ob jemand schreibt. Wäre schön, damit wir das wissen. Hat jemand jetzt noch eine Frage dazu? Ist denn jemand überhaupt schon mal, muss ich jetzt mal fragen, interessiert jetzt mich persönlich, hatte denn jemand schon mal einen Versuch gestartet oder sind wir jetzt hier alle, die alle so, sage ich mal, Frischlinge sind?
Jemand hat geschrieben, jupp, ich glaube ja. Hat schon mal einen Versuch gestartet. Okay. Jetzt kommt wieder eine Frage. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, es war schon mal jemand da, direkt bei euch. Waren Patienten in unserer Klinik. Okay. Ja, da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen noch was kurz plaudern, weil wir warten jetzt noch auf Fragen. Ich habe eine Dame, also ein Pärchen kennengelernt und in München, und die sind dann auch auf eine Kinderwunschmesse gekommen und haben sich dann auch für euch entschlossen. Ja, und die Dame war ja auch bei unserem lieben Dr. Pack. Ja, und ich darf freudig sagen, am 4., also ich hoffe am 4., sie sagt der 5., 5., 5., kriegen sie ihr Baby. Und da muss ich sagen, echt, also das, ja, ich kriege richtig Gänsehaut, weil es mich richtig freut, so eine Situation, da bin ich sehr emotional. Und da muss ich schon sagen, das ist halt wieder was, wo ich sage, super toll, hat gut funktioniert. Ja, das ist Tolle an der Allzeitstelle. Ja, also auch jetzt als Arzt ist man ja immer froh, wenn man Erfolgserlebnisse erlebt und mitleben kann, ja, und mitgeteilt bekommt. Und das ist das. Deswegen bin ich ein absoluter Befürworter der Eizellspende. Also ich sage das auch allen meinen Patientinnen. Wir haben eine fantastische Erfahrung damit. Und die, ja, man muss einfach dann viel, ich sage das vielen meiner Patientinnen, sie müssen jetzt pragmatisch sein. Wenn sie wirklich ein Kind wollen, wenn das wirklich, wenn das das Allerwichtigste in ihrem Leben ist, dann müssen sie Eizellspende machen. Mhm. Das ist, Sie haben ja in ihren Foren, wird es ja auch erwähnt, die Erfahrung, die Eltern haben, wenn sie das Kind einmal im Arm haben, das ist identisch. Ja. Da spielt alles andere keine Rolle mehr. Richtig. Alle Bedenken, die man vorher hatte, das ist wie weg. Da zählt nur noch eins, dann ist das Kind da und da besteht absolut kein Unterschied zu einem Kind mit eigenen Eizellen. Das ist einfach so. Ja. Und das können sich viele natürlich nicht vorstellen. Und das kann ich auch verstehen. Das stimmt, ja. Ich sehe, wir kriegen noch Fragen. Also da noch mal kurz drauf zu kommen, auf unserer Webseite www.eizellspende.de ist es so, steht leider heute mal nicht mal drauf auf der Präsentation, stelle ich gerade fest, aber egal, ich kann es ja noch mal ankündigen. Ist es mir ganz wichtig, wir haben da ein Forum. Und das Forum gibt schon seit 20 Jahren. Es ist wirklich wahr, 20 Jahre. Das hat mein Mann damals aus den Kinderschuhen rausgestampft, weil er damals selbst betroffen war mit seiner Ex-Frau. Und es hat ihnen ja keiner irgendwie was helfen, sagen können und so. Und dann haben die sich gedacht, stampfen wir hier mal ein Forum raus. Das gibt's heute noch. Und da ist es auch schön, man liest wirklich, ich weiß nicht, man unterstützt sich, man liest, man anonym, kostenfrei, und was ganz toll ist, wenn zum Beispiel jetzt irgendjemand noch eine Frage hat, Dr. Pack ist bestimmt jemand, der darauf antwortet. Also da sind extra Ärzte Fragen, und ich gehe davon aus, also ja, wenn sie nicht alle gerade am Wochenende am Strand rumliegen, werden sie bestimmt die Fragen innerhalb von 12 Stunden beantwortet bekommen. Ja, ich beantworte sogar auch schneller, ne? Ja, ihr seid ja auch viele Ärzte, gell? Ja, sicher. Ja. Oh, jetzt aber hier. So, Okay. Wir haben eine Frage. Wir hatten 2 Versuche. Okay, du liest am besten selber mal laut vor. Gut, 2 Versuche. Der erste Versuch endete leider in Woche 5, also mit anderen Worten Frühabort. Ja. Beim zweiten hat sich nichts eingenistet. Moment, man sagte mir, es hätte vermutlich mit am Progesteron-Level gelegen. Gut, das sind jetzt natürlich zu wenige Daten, um mir da richtig ein Urteil zu bilden. Ich gehe mal davon aus, dass diese Patientin jetzt von eigenen Eizellen redet. Ich denke mal, sie hat die Versuche in Deutschland gemacht. Und das in Deutschland ist es ja verboten, die Eizellspende. Ja. Deswegen das wäre noch. Ja, wir können das auch gerne so machen. Also wenn es da so wirklich ein bisschen zur Sache geht, dass wir da vielleicht E-Mail weiterleiten und dass ihr da nochmal Kontakt zueinander habt. Der Name ist 32. Sie schreibt aber noch. Sie wird uns jetzt wahrscheinlich erklären. Okay. Jetzt aber. Also wie schon gesagt, Namen nennen wir keine.
Diese Dame war also schon bei uns. Ja, und es war mit Spendereizellen. Also mit anderen Worten, bei Spendereizellen gehen wir davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Blastozyste, die sie transferiert bekommen hat, also wir garantieren ja Blastozysten bei unseren Behandlungen, ne, das sind immer Blastozysten, die haben a priori eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass sie normal sind. Mhm. Ja, und wenn jetzt, also sie ist dann ja auch schwanger geworden, ja. Nur es hat dann einen Abort gegeben. So, warum findet ein Abort statt? Aus demselben Grund, weshalb die auch nicht einnisten oder weshalb sich die Embryonen teilweise nicht bis zum Tag 5 entwickeln, weil die vorher sterben. Und der Hauptgrund dafür ist die Aneuploidie. Ja, also das Allerwahrscheinlichste ist, dass der Embryo, das ist eine Wahrscheinlichkeit von, wie gesagt, um die 40%, dass der Embryo sich doch noch so stark quasi sich einnisten konnte. Aber dann kommt es ja zu der Bildung der Organe und da treten dann gravierende Fehler auf. Und okay. Der Embryo stirbt dann. Ja, und das ist also auch, das sind 70-80% der Fehlgeburten sind dadurch bedingt, dass der Embryo nicht gesund war. Vielleicht können wir da dann nochmal einen Kontakt herstellen, das wäre ganz toll. Vielleicht macht ihr zwei das dann nochmal miteinander. Ich denke, ohne die Öffentlichkeit wäre bestimmt ein Ding. Wenn ich nur gut, eine Frage, wenn Sie mir noch beantworten, wenn wir die E-Mail weiter an Dr. Pack leiten dürfen, dann können Sie sich einen Termin ausmachen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. So, jetzt kommt schon wieder eine Frage. Okay. Jetzt lesen wir mal vor, weil die anderen sehen die Fragen nicht. Wir müssen die Fragen vorlesen. Ich habe aber allerdings ohne Namen, bitte. Ja, ist klar. Ich habe einen AMH-Wert von 2, bin 40 Jahre alt und habe 2 negative ICSI-Versuche 2019 in Deutschland gehabt. Es sind jeweils 2 Blastozysten eingesetzt worden. Bei jeder Behandlung. Also hatte sie insgesamt 4 Blastozysten transferiert bekommen. Leider hat keine Einnistung stattgefunden. Würden Sie noch einen Versuch mit eigenen Eizellen wagen oder gleich die Spende? Ja, die Dame ist 40 Jahre alt. Bei 40, ich komme zurück zu meiner Grafik von eben. Ne, bei einer 40-Jährigen. Gut, dass man sowas hat. Ja, bei unserer 40-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit a priori, das ist Statistik, ist klar, diese Dame ist keine Statistik, sie befindet sich irgendwo auf dieser Linie hier, ja, also zwischen 70 und 10% Wahrscheinlichkeit, dass jede Blastozyste gesund war. So, jetzt hat sie 4 transferiert bekommen, insgesamt. Warum haben sich alle 4 nicht eingenistet? Hm. Schwer zu sagen, aber der Verdacht ist auf jeden Fall da, das können wir nicht ausschließen, dass die Eizellqualität dieser Dame reduziert ist. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall in Betracht ziehen müssen. Wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass bei der Implantation, weil es hat ja keinen Abort gegeben, also es hat keine Einnistung stattgefunden. Das heißt, es könnte natürlich auch ein Problem bei der Einnistung sein. Das ist jetzt aber nicht das Thema des Webinars, weil wenn ich anfange, über Einnistung zu reden. Warte mal kurz, sie hat noch was geschrieben. Ist das auch zu spezifisch? Weil wenn, dann frage ich jetzt auch hier, dürfen wir beide, also die Dame vorher, die Dame jetzt, dürfen wir dann ihre E-Mails direkt weiter an Dr. Pack leiten, der sich da mit Ihnen in Verbindung setzen kann? Weil ich glaube, wenn Sie da spezifisch auf Ihren Fall eingehen, ist es vielleicht sinniger, vielleicht mit ihm zu schreiben. Auf jeden Fall. Der Kontakt ist immer da. Ich antworte dann auch persönlich auf die E-Mails. Aber hier ist ja schon zweimal ein Thema gekommen, worauf ich noch eingehen wollte. Und zwar, also ich habe von der ersten Dame kurz gehört, wir leiten das persönlich weiter, dann könnt ihr da auch wirklich nochmal persönlich sprechen, vielleicht auch einen Telefontermin ausmachen, ich denke, sowas ist ganz schön. Ja, und dann haben wir bei der anderen Person, müssen wir mal noch kurz warten, aber ich hätte gesagt, machen wir mal weiter. Ich sehe, wir haben noch 10 Seiten vor uns. Nee, das ist jetzt aber nicht dramatisch. Also ich möchte auch auf das Wichtige eingehen. Gut. Und zwar ist jetzt schon zweimal die Frage nach der PID gekommen.
Ja, die erste Frage, da habe ich das dann, habe ich gesagt, dass was ich da später noch drauf zurückkomme. Was ist denn EEG noch mal kurz? Präimplantationsdiagnostik. Gut. Ist in Deutschland erlaubt, aber da sind extreme bürokratische Hürden zu nehmen, dass man sowas genehmigt bekommt. Also es ist in Deutschland extrem selten, dass man eine PID gemacht bekommt. Bei einer Präimplantationsdiagnostik, was wir da machen, wir biopsieren den Embryo. Das werde ich jetzt mal. Ich dachte, ich hätte da irgendwo noch ein Dia dazu. Nee. Aber dieses Dia, das ist ganz gut, um das zu erklären. Hier sieht man also die embryonale Entwicklung. Ne, beim Tag 1 Embryo ist es eine Zelle. Aha. Tag 2 sind es zwei und das ist dann exponentiell wächst das. Dann ist es am Tag 4 sind es dann schon um die 50 Zellen. Und an Tag 5, das ist die Blastozyste, da haben wir dann schon über 200 Zellen. Und das ist der Moment, wo wir diesem Embryo Zellen entnehmen können. Und zwar machen wir das mit einer sogenannten Trophoektoderm-Biopsie. Also das ist, wir entnehmen dem Embryo, Sie sehen, hier ist so ein etwas dunklerer Fleck. Ja, also eine Blastozyste hat zwei Komponenten. Eine, das ist die innere Zellmasse. Das ist der eigentliche Embryo. Also das, was mal zu dem Kind wird. Ja. Und das hier drumherum, dieses Bläschen, sag ich mal, diese Zellwand, das ist das, was später mal zur Plazenta wird. Ah. Und aus diesem Teil, da entnehmen wir dem Embryo 2 bis 3 Zellen. Nicht mehr. Ja, das ist ein minimaler Eingriff. Die Embryonen überleben das in 99% der Fälle. Ja, wir sind da mittlerweile so, ja, es ist so perfektioniert. Wir müssen den Embryo biopsieren, dann wird er eingefroren und kann dann, wenn wir das Ergebnis von dieser PID haben, können wir den transferieren. Aber der Riesenunterschied ist, wir wissen, ob er gesund ist oder nicht. Und das ist das Ziel der PID. Und das ist der, neben der Eizellspende, der zweite wichtige Grund, weshalb viele Deutsche sich entscheiden, runter nach Spanien zu bekommen. Auch wenn sie mit eigenen Eizellen Zyklen machen wollen, weil sie wissen wollen, was transferiert wird. Ja, und mit einer PID kann man ja fehlgeschlagene Transfers vermeiden. Denn Embryonen, die keine 46 Chromosomen haben, dürfen nicht transferiert werden. Die werden rausgefiltert. Ja, das heißt, wir transferieren nur die 46er, sage ich mal. Und das erhöht ganz extrem die Schwangerschaftsraten pro Transfer. Wenn wir wissen, dass der Embryo euploid war, also sprich 46 Chromosomen hat, dann kommen wir auf Schwangerschaftsraten von um die 85%. Also normalerweise sind es 60%. Wenn wir die Embryonen nicht testen und sie, sage ich mal, blind transferieren, das heißt, wir wissen, da ist einer von dreien, ist nicht gesund. Jetzt bei einer unter 35 Jahren sind es ja einer von dreien. Wenn wir die blind transferieren, dann kommen wir auf 60%. Und wenn wir dieses PGS machen, PID, Präimplantationsdiagnostik, sind es 85%. Und wenn dieser Embryo sich einnistet, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das dann auch zu einer Schwangerschaft führt. Denn die Hauptursache für Fehlgeburten, habe ich vorher schon gesagt, ist auch die Aneuploidie. Und das haben wir ja ausgeschlossen. Und wir wissen ja, dass der Embryo euploid ist. Und damit ist die Abortrate auch nur um die 5%. Und wir erkennen alle Aneuploidien. Ja, also wir erkennen die Trisomie 1, die Monosomie 1. Und wir erkennen die Trisomie 21. Das heißt, die Frau weiß dann auch, dass es kein Down-Syndrom geben wird. Und kein Turner-Syndrom. Und kein Triple X. Ja, also alle Chromosomen, Abnormalitäten werden diagnostiziert. Muss man das bei der Eizellspende unbedingt machen? Viele fragen mich, das ist nicht ganz billig. Ja, das ist auch eine Frage des Budgets. Und deswegen fragen mich viele, ja, für wie wichtig halten Sie das? Meine Antwort ist dann immer, um ein Kind zu bekommen, ist es unwichtig, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Endeffekt Ihr Kind haben, ist dieselbe. Aber der Weg dahin ist kürzer mit PID. Weil wir vermeiden, potenziell aneuploide Embryos zu transferieren. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schon beim ersten Transfer klappt, wie gesagt, statt 60 sind es um die 85%. Und das ist
der große Vorteil der PID. Und der zweite große Vorteil ist dann, wenn es dann nicht klappt, das kann ja auch passieren, selbst bei diesen tollen Embryos, getesteten Embryos, kann es ja immer noch sein, dass sie sich nicht einnisten oder auch da kann es noch zu einer Fehlgeburt kommen. Mhm. Es gibt andere Ursachen für Fehlgeburten als die Aneuploidien. Aber wenn es dann passiert, dann kommt die Frage, woran hat es gelegen? Ja. Das ist dann auch psychologisch. Wenn eine PID gemacht worden ist, dann kann ich ganz klar sagen, der Embryo war es nicht. Und das ist dann auch für uns, sage ich mal, eine Orientierung, zu sagen, okay, wir müssen uns, bevor wir mehr weitere Embryos transferieren, müssen wir uns die Gebärmutter genauer anschauen. Ja. Ich guck mal kurz, ob da jetzt noch Fragen zur... Es hat gerade jemand angefangen, eine Frage zu schreiben, aber ich glaube, du hast sie dann, glaube ich, schon beantwortet. Wir müssen ja ein bisschen schauen mit der Zeit. Okay, wir haben aber noch 5 bis 10 Minuten Zeit, kein Problem. Ah, jetzt schreibt wieder jemand. Aber ich hoffe, euch gefällt das Webinar. Ihr könnt ja mal kurz eine Info schreiben. Ihr könnt aber auch gerne das Webinar danach mal bewerten, würden wir uns sehr freuen. Weil es gibt ja manche, die sagen, ja, hat uns gut gefallen oder das und das könnte man verbessern oder vielleicht das nächste Mal ein anderes Thema. Vielleicht habt ihr auch ein Thema für uns. Schlagt es doch einfach mal vor. Also wir von Eizellspende sind also jeden Tag mit einem Webinar dabei. Wirklich, wir haben jetzt jeden Tag ein Webinar. Seht ihr auf unserer Seite und natürlich IVF Spain. Wir hatten auch letzte Woche mit dem John das Webinar, oder die Woche war es sogar. Wir haben dann auch gesagt, wir machen dann auch noch mehr Webinare, weil das Interesse wirklich da ist. Und das ist ja auch ein Thema. In Deutschland ist es verboten. Und ich meine, ich finde es gut, wenn man sich austauschen kann, wenn man darüber reden kann, wenn man jemanden hat, der einen sogar noch versteht auf Deutsch. Das ist wirklich in manchen Kliniken auch schwierig. Aber da bin ich froh, dass wir wirklich auch deutsche Ärzte haben, die dann sagen, nee, also hallo, das Thema ist meins. Und seit wie lange lebst du schon in Spanien? Seit über 25 Jahren. Ja, Wahnsinn. Aber das sieht man mal, es ist doch echt toll, dass man auch jemanden hat, der dann in Spanien sitzt. Und da fühlt man sich, glaube ich, doch ein bisschen wohler, wenn man jemanden hat, mit dem man auch... Kommunikation ist, ist das A und O. Also denke ich auch, ne? Es ist auch eine Vertrauensfrage. Es ist ein Kollege von mir, der kann genauso gut oder besser sein als ich. Aber wenn es mit der Kommunikation nicht klappt, dann... das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ja, denke ich auch. Und ich finde halt auch, da finde ich das toll, dass man auch mal so Erstgespräche macht, so wie ich das mitbekommen habe. Und dass man da sich auch erstmal so beschnuppern kann, ne? Ja, wir haben wieder eine Frage. Du liest sie wieder vor. Ja, eine weitere Frage. Bei unserem ersten IVF-Versuch, jetzt muss ich natürlich als Grundinformation immer das Alter wissen. Ich gucke mal kurz, ob okay, ich das also 39. Wenn eine Frage hat, bitte die das Dame Alter ist, dazu schreiben. Ne, die nee, aber die Dame ist 39, das hat sie hier oben schon geschrieben. Gut, also ich lese mal vor. Bei unserem ersten IVF-Versuch hatten wir 14 Eizellen gewonnen. Das ist durchaus üblich, das ist so ein Durchschnitt, sage ich mal. Aber null befruchtet, okay, ja, das ist jetzt ein Befruchtungsfehler. Das kann auch mehrere Ursachen haben. Es kann an den Eizellen liegen oder es kann an den Spermien liegen oder daran, dass sich Eizellen und Spermien nicht verstehen. Und da gibt es ein Riesenproblem. Wahnsinn. Dass die Basis davon, von dieser Verständigung, wie sich, weil die Samenzelle oder das Spermium, das klopft da ja bei der Eizelle an und will rein. Ja? Und da gibt es Mechanismen, die das zulassen. Und es darf ja nur ein Spermium rein. Eine Eizelle, sobald eines drin ist, verschließt sie sich. Da kommt kein weiteres Spermium rein. So, diese Kommunikation, die kann gestört sein. Aha. Aber die Frage, das ist ein Riesenproblem, wir wissen das nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit, zumindest zurzeit, das herauszufinden. Ja, okay. Null Befruchtung. Okay, was kann man da machen? Da muss man natürlich schauen, dass, ob man beim Samen, da muss man beim Samen ansetzen. Ja, da schreibt sie, glaube ich, auch, ne? Genau. Ja, Spermiogrammuntersuchung bei Spain, die dazu mehr Aufschluss geben könnte als in Deutschland. Gut, die Untersuchungsmethoden, also wir haben keine
neuartige Untersuchungsmethode, die es in Deutschland nicht gibt, sage ich gleich vorweg. Mhm. Wir machen bei uns in unserer Klinik grundsätzlich das erweiterte Seminogramm. Erweitert bedeutet, wir schauen uns nicht nur das traditionelle Seminogramm, da schauen wir auf das Volumen, die Konzentration der Spermien, also wie viele Samenzellen pro Milliliter vorhanden sind, ob die sich bewegen und wie die sich bewegen und ob die normal aussehen. Ja, das sind so die vier wichtigsten Parameter. Weil sie schreibt, glaube ich, auch, Mobilität der Spermien ist wahrnehmlich hervorragend. Okay. Es kann jeder der vier Parameter betroffen sein. Aber das ist jetzt unheimlich schwer, das zu verallgemeinern. Grundsätzlich, also auch wieder persönlich mal eine Frage. Ja. Gut, dann hätte ich auch gesagt, auch hier bitte eine E-Mail mir genehmigen, dass wir das weiterleiten dürfen an Dr. Pack. Eine Sache möchte ich dazu noch kurz sagen. Ich bin beim traditionellen Seminogramm stehen geblieben. Das erweiterte Seminogramm, da interessiert uns vor allem die DNA-Fragmentierung. Ja, das kann auch in Deutschland gemacht werden. Da wird der sogenannte Fragmentationsindex der DNA, das heißt, wie stark ist die DNA der Samenzelle geschädigt, also besser gesagt zerstückelt. Fragmentierung heißt ja zerstückelt. Mhm. Das ist ganz normal, dass eine Samenzelle, dass die DNA beschädigt wird. Das passiert, sobald die Samenzelle aus dem Hoden rauskommt und dann in Kontakt tritt, erst mit Urin, weil es ja durch die Harnwege muss, und dann später auch mit Luft eventuell, mit Scheidensekretionen und so weiter. Ja, das sind alles Sachen, die die DNA schädigen können. Wahnsinn. Aber es gibt natürlich Samenzellen, die für diese Faktoren anfälliger sind als andere. Und das ist mehr oder weniger das, was uns dieser Fragmentationsindex sagen kann. Und das wäre eine Untersuchung, die wir bei uns bei IWF Spain eigentlich grundsätzlich machen. Und wenn diese Dame die noch nicht gemacht hat, dann wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung. Gut. Aber wie schon gesagt, bitte alle nochmal, also wenn jemand schreibt, erstmal das Alter mit angeben. Und dann ganz wichtig, bitte, 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 wenn wir es weiterleiten dürfen, einfach mir kurz schreiben, E-Mail weiterleiten, danke. Oder könnt ihr machen oder wie auch immer. Dann mache ich das gerne und dann können Sie sich da noch informieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Ne? So, dann machen wir mal weiter. Es schreibt zwar noch jemand, aber wir können ja schon mal weitermachen. Gut, schauen wir mal weiter. Hier sind einige Dias, auf die ich schon eingegangen bin, wie zum Beispiel hier 85% Einnistung einer mit PGS getesteten Blastozyste. Ne, also PID ganz klar empfohlen. Dringend bitte auch ganz, ganz klare Message an deutsche Patientinnen in Deutschland. Gibt es kaum PGS, es wird also auch kaum angeboten. Und es gibt nicht die Alternative der Eizellspende. In vielen, vielen deutschen Kliniken ermutigen die Ärzte die Patientin zu neuen Zyklen, weil es keine Alternative gibt. Mhm. Ja, und ganz wichtig, bei Frauen ab 35 und ab 37 erst recht, keine Zyklen ohne PID. Also das wäre auch ganz klar, man kann es versuchen, ein, zwei Zyklen, aber wenn das nicht hinhaut, dann wird ja der Verdacht, dass die Eizellqualität reduziert ist, verstärkt sich. Das heißt, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass eventuell nicht zwei von drei Embryonen gesund sind, sondern vielleicht nur einer von dreien oder vielleicht nur einer von fünfen. Und da blind drauf loszutransferieren, das ist hart. Ja, da gibt viele Fehlversuche, das kann Fehlgeburten geben. Jede Fehlgeburt kann potenziell die Gebärmutterschleimhaut schädigen. Alles nicht zu empfehlen. Also PID mit eigenen Eizellen ab 35, ab 37 erst recht. Also das wäre auch eine klare, also was ich als Deutscher auf jeden Fall, wenn ich jetzt, wenn meine Frau, nehmen wir mal nicht, meine Frau ist 37, 38 und wir haben Kinderwunsch, machen IVF. Ich würde es mit Sicherheit zwei, maximal dreimal in Deutschland versuchen, auch weil es finanziert wird. Aber spätestens dann runter nach Spanien oder in ein anderes Land, aber mit PID. Ja, auf jeden Fall PID machen. Ganz wichtig. Okay, dann können wir nochmal weitermachen, weil die Frage dauert noch ein bisschen. Gut, schauen wir mal. Ja, nochmal ein paar Sachen zur Eizellspende.
Bei uns in unserer Klinik, wir haben an die 500 Spender, Spenderinnen. Übrigens ist die Gesetzgebung dieselbe für Eizellspender wie für Eizellspenderinnen. Nur jetzt in unserer Klinik, wir haben keine Samenbank, wir haben auch keine Eizellbank an sich, sondern wir machen ja nur die frische Eizellspende. Ja, das heißt, die Spenderin wird speziell für jeden Patienten ausgesucht. Was muss stimmen? Was ist vom Gesetz vorgegeben? Der Phänotyp, das muss gewährleistet sein. Das heißt, die Spenderin, die muss so aussehen wie die Empfängerin. Ja, die muss dieselbe Hautfarbe, selbe Augenfarbe, selbe Haarfarbe, mehr oder weniger dieselbe Statur, also auch der Body Mass Index, das muss alles übereinstimmen, damit das Kind, das geboren wird, dann auch in die Familie passt. Also das muss gewährleistet sein. Und das schaffen wir, glücklicherweise haben wir in Spanien halt nicht das Problem, dass wir keine Spenderinnen haben. Wir haben massenhaft Spenderinnen. Das heißt, wir haben eine Riesenauswahl von 500 Spendern. Daraus machen wir dann eine erste Auswahl, wo wir erstmal alle Spenderinnen, nicht kompatiblen Spenderinnen rausfiltern mit anderer Haar- oder Hautfarbe und so weiter. Dann bleiben vielleicht noch 100 Spenderinnen übrig. Ja, und dann werden aus dieser ersten Auswahl werden dann die, sag ich mal, die 20 passendsten Spenderinnen rausgesucht, die vom Phänotyp her mehr oder weniger passen könnten. Und das kommt dann praktisch in die letzte Auswahl. Das ist dann eine Session, das machen wir einmal pro Woche, wo wir dann wirklich die Fotos nebeneinander stellen. Spenderinnen, Spender und Empfängerinnen werden verglichen. Da fokussieren wir dann auch auf spezielle, also auf die Augenform, auf die Gesichtsform, Mundform, Nasenform und so weiter. Ja, dass sie, also wir suchen die Zwillingsschwester. Und wir haben dann immer eine Auswahl von zwei oder drei Spenderinnen. Auch deshalb, weil die Spenderinnen vielleicht, es kann ja sein, dass sie gerade nicht verfügbar sind. Und das ist ja nicht so, was sich viele vorstellen, dass wir die auf der Straße suchen. Das geht überhaupt nicht. Die Spenderinnen, die werden, wir machen Kampagne an den Universitäten. Wir sind auch speziell darauf aus, Studentinnen zu bekommen, weil wir die für zuverlässiger halten. Wichtig ist auch, dass sie zuverlässig ist, denn wenn so ein Zyklus nicht klappt, dann liegt es oft daran, dass sich die Spenderin nicht zur sehr rechtzeitigen Zeit gespritzt hat oder dass sie eventuell dann zur Punktion, zur Eizellentnahme nicht da ist oder zu spät kommt. Und das sind alles Sachen, die uns so einen Zyklus dann, dass wir dann keine Embryonen bekommen. Und dann, da wir ja die Blastozysten garantieren, muss die Klinik dann einen neuen Zyklus machen. Ja, und das müssen wir vermeiden. Wir müssen gucken, dass alle unsere Zyklen, dass wir auch mindestens 2, 3 Embryonen bekommen. Ne? Das ist unser Ziel bei so einem Zyklus. Und dafür haben wir die Spenderinnen vorher ausgewählt. Wie gesagt, die meisten sind Studentinnen. Studentinnen brauchen immer Geld. Ja, ich sage das ganz offen, die werden bezahlt. Aber es ist kein Geschäft. Es darf kein Geschäft sein. Und das sagt auch das spanische Gesetz. Die Eizellspende darf niemals zu einem Geschäft werden. Das heißt, dieser Betrag ist limitiert. Und zwar darf es für die Spenderin eine Entschädigung sein. Mhm. Aber nicht. Okay, ganz kurz. Wir haben jetzt hier noch eine Frage. Die Dame meinte aber, sie kann auch gerne per E-Mail eine Info bekommen, weil die hat auch nicht viel Zeit gehabt. Die musste auch leider wieder raus. Wollen wir die Frage, ist das trotzdem was, wo man nochmal drauf eingehen muss? Für alle ist es das interessant oder sagt man sich, das ist doch sehr speziell? Ja, ich habe das jetzt mal überflogen. Ich habe Alter 42, genau. AMH 1,9, also Eizellreserve ist gar nicht so schlecht. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch Eizellen bekommen. Und es wurde eine sogenannte Polkörperbiopsie gemacht. Okay. Diese Untersuchung, das ist ein Weg, die deutsche Gesetzgebung oder das Embryoschutzgesetz in Deutschland zu umgehen und doch irgendwie herauszufinden, ob der Embryo 46 Chromosomen hat oder nicht. Mhm. Ja, es ist also praktisch eine Alternative zur PID, aber eine sehr schlechte. Also ist lange nicht so zuverlässig. Ja, das. Okay. Hier bei dieser Polkörperbiopsie ist rausgekommen, dass ca. 50% euploid waren, was im Grunde gar nicht so schlecht ist für eine 42-Jährige, dass noch die Hälfte der Embryonen gesund sind. Aber wie gesagt, wir können uns da nicht so drauf verlassen.
Ne? Die Polkörperdiagnostik ist lange nicht so zuverlässig wie die PID. Wo wir die da denke ich, wenn wir nochmal drauf eingehen, indem du den persönlich nochmal schreibst oder mal was einen Telefontermin ausmacht, das wäre natürlich super. Jetzt muss ich natürlich sagen, wir sind schon ein bisschen überzogen, aber okay, es hat ja echt Spaß gemacht, auch dass man viel wissenswert ist. Also ich sag mal, ich bin ehrlich, ich persönlich kenne mich gar nicht so gut aus. Habe heute wieder Sachen gehört, wo ich gesagt habe, okay, ganz was Neues. Und es ist für mich wirklich interessant, ja, weil ich sag mir, das ist ja so ein Thema. Wahnsinn. Also Kind zu bekommen, ja, aber stelle ich mir alles wahnsinnig schwierig vor, wenn man das alles so verstehen muss oder verstehen sollte. Also es ist nicht einfach, aber dafür haben wir ja die Profis, so wie unseren Dr. Park. Und ich bin echt dankbar, Oliver, dass du das heute hier so toll gemacht hast. Man darf sagen, das war heute wirklich das erste Mal für dich, dass du überhaupt ein Webinar gehalten hast. So ist es. Ja, hast du wirklich toll gemacht. Und aber angenehm. Auch wenn man keine Antworten bekommt, so direkt von den Patienten. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Format. Man kann es auch anders rüberbringen. Es ist nicht so steif. Ja, das sehe ich auch so. Und ich sage ja, und wenn mein Hund zwischendrin mal bellt, hallo, wir sind alle nur Menschen. Ja. Und wenn man meinen Namen gesagt hat, wir piepsen ihn später raus, also es wird nicht öffentlich genannt. Ja, das ist alles kein Thema. Ich hab da noch gestockt. Ich dachte, keine Namen, nein. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das auch schon passiert. Und man, das ist jedem, das jetzt passiert. Aber ich frage dann gleich nach und dann sagt man, nee, mach den Namen raus. Ich hab den Nachnamen nicht komplett ausgesprochen. Naja, egal. Aber wir machen das schon. Zur zweiten Silbe bin ich gekommen. Ja, ja, alles gut. Aber ich finde, es macht uns doch aus. Mein Gott, wir sind alle Menschen. Wir machen das doch alles persönlich. Und wir machen das ja zum ersten Mal zum Teil. Und wir freuen uns einfach, dass überhaupt Interesse da ist, dass er uns zuhört, dass er uns unterstützt und alles klasse. Also, wir haben auch, schau her, wir haben super gemacht und die danken uns und wir freuen uns auch, dass das euch echt toll gefallen hat. Schaut auf unsere Seite, vielleicht könnt man noch mal kurz den Schluss, die letzte Seite zeigen. Ich weiß, wir haben es heute gar nicht richtig gepackt alles, ne? Ja, nee, aber das Wichtigste ist, das genau, ist also wenn wir können ja noch mal ein Webinar starten, vielleicht in einem viertelhalben Jahr das gleiche Thema noch mal und dann packt man das ein bisschen schmäler. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich bin also wirklich froh, wenn Patienten, die interessiert sind, die jetzt aber jetzt nicht direkt eine Erstvisite buchen wollen bei uns in der Klinik, die ganz einfach nur so eine Grundinformation brauchen. Also ja, erste Frage, wie alt ist sie? Was hat sie schon an Zyklen hinter sich? Und ob da überhaupt ein Grund besteht, drunter nach Spanien zu bekommen? Weil ganz oft, es ist auch ganz oft so, dass mich Leute kontaktieren und dass ich sage, das, was Sie brauchen, das können Sie auch in Deutschland machen. Ja, also, ja, genau. Und um das genau herauszufinden, bieten wir auch diese so Gratis-Skypes an. Das sind dann natürlich, das ist, kann nicht viel Zeit sein, das sind dann so 15 Minuten, aber das reicht, das langt, um vielen so eine erste Orientierung zu geben. Genau. Also das ist natürlich super, dass ihr sowas auch anbietet. Ich werde auf jeden Fall, ich darf ja die Adressen weiterleiten zum großen genau. Teil. Das mache ich auch. Wenn ihr seht hier Kinderwunschforum www.eizellspende.de, schaut einfach mal rein, meldet euch an, anonym, kostenfrei. Ihr könnt euch austauschen, zum Beispiel hier, was ihr geschrieben habt. Ich habe schon versucht, da und dieses. Ich glaube, ihr, wenn da mal reingeht, dann seht ihr, das ist wie eine Familie und man gibt sich gegenseitig Halt und Stütze und ich finde es auch ganz schön. Wir wollten es vor 10 Jahren, mein Mann wollte das einstampfen. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich finde, so ein Forum ist eigentlich das Ehrlichste, gerade wenn es anonym ist, ne? Weil dann weiß keiner, wer er ist und ich meine, warum soll er denn Gutes schreiben, wenn er gar nicht daran glaubt oder dass es für ihn nicht gut war. Und man liest aber wirklich sehr, sehr viel Gutes. Natürlich liest man auch ab und zu mal ein bisschen was Negatives, aber ich finde, mit Sachen, die nicht gepasst haben, kann man gut arbeiten und kann drauf eingehen. Mhm. Ja? Also jetzt nochmal ganz konkret, die Patientinnen, die sich jetzt hier interessiert haben, für die ist das überhaupt kein Problem. Einfach anrufen bei uns in der Klinik. Und dann lassen Sie sich mit einem von unseren Assistenten verbinden, die Deutsch sprechen.
und Sie können dann ohne weiteres eine gratis Skype oder auch Telefonat mit der vereinbaren und dann haben wir 15 Minuten Zeit, um den Fall zu besprechen und um zu sehen, ob da ein Grund bestünde, dass sie hier runter nach Spanien kommen oder nicht. Ja, oder man muss auch sagen, ich sage immer wieder, Spanien, also das Pärchen, wo jetzt dann bald entbindet, die waren auch so, oh, Spanien, zu weit. Also Mensch, Leute, ihr macht euch alles so einen Stress mit dem Kinderkriegen. Ja. Macht's doch da einfach mal ein paar Tage Urlaub. Die haben Urlaub gemacht, die hat gesagt, ich war sowas von entspannt, das war so klasse. Und ich sage ja, hallo, das ist direkt am Meer. Vielleicht haben wir das nächste Mal ein paar tolle Bilder mit dabei. Muss ich mal beim nächsten Webinar müssen wir mal ansprechen. Ja. Die Klinik ist wunderschön. Das Meer ist direkt da. Also hallo, was will man denn mehr? Und warum kann man das nicht mit dem Urlaub gleich verbinden? Kann man. Man ist entspannter. Ja, ich denke auch. Man ist doch dann entspannter. Man geht besser an die Sache ran. Und das heißt nicht hier, Zeit, schnell, schnell. Und Alicante ist, die Flugverbindungen sind im Allgemeinen sehr gut. Naja, man muss einmal, glaube ich, Zwischenstopp machen in Mallorca, ne? Hängt davon ab. Also es gibt ja viele Ryanair-Flüge zum Beispiel, die direkt auch hinfliegen. Mhm. Es hängt davon ab, wo man wohnt, aber normalerweise, die meisten kommen per Direktflug. Also ich nicht. Ich würde mit dem Auto kommen, weil ich fliege nicht mehr. Aber kein Thema. Selbst das kann man schaffen. Ich hätte jetzt gesagt, also wenn ihr noch Fragen habt, wie schon gesagt, wir haben auf www.Altersspende extra ein Thema, ein Button mit Ärztefragen. Dr. Pack steht da jederzeit zur Verfügung, weil auch er kriegt die E-Mails und kann sofort reagieren. Und wenn man schreibt, hier, ich war in einem Webinar, war klasse, du, ich habe auch hier noch ein oder zwei Fragen, dann weiß er auch, um was es geht. Vielleicht das Datum dazu schreiben wäre perfekt. Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben bald wieder ein Webinar. Es war sehr schön, sehr angenehm. Gerne. Und wie schon gesagt, lad alle mal aufs Forum ein. Die sollen mal sagen, wie sie hier zufrieden waren, ob alles gepasst hat. Und sie können ja auch nochmal das Webinar anschauen auf unserem auf unserer Webseite ist ein Thema, Button, Webinar. Da werden wir heute Abend das online stellen, dann kann man sich das auch nochmal anschauen. Oliver, ich danke dir recht, recht herzlich. Es war angenehm mit dir und ich möchte sagen, bleib gesund. Das darf man im Moment auf jeden Fall wünschen. Ich tue mein Bestes. Ja, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und allen anderen sage ich herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns wieder. Morgen geht es schon wieder weiter. Morgen haben wir, Moment, welches Thema haben wir denn morgen? Eizellspende in Spanien. Ja, siehst du, geht es morgen schon weiter. Aber okay, ich sage einfach mal schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss an alle. Ja.